Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es gibt den Büchermonat bzw. den Monatsrückblick für den September. Und ich hatte ja im letzten Monat etwas anderes versucht und viele haben gesagt, dass es ihnen zu hektisch war und so diese typische, etwas gemütliche Atmosphäre, die es bei meinen Bücherwochen zum Beispiel gibt, nicht so richtig durchgekommen ist, weil alles so hektisch war. Ja, das Ziel war eigentlich natürlich schon, ein bisschen Hektik, ein bisschen Schnelligkeit, ein bisschen Lebendigkeit hineinzubringen. Aber ich kann auch verstehen, dass diese vielen Schnitte einfach nicht jedem gefallen. Und deswegen sitzen wir heute hier total gemütlich, einfach so wie wir sind, mit einem Tässchen Tee. Und gucken jetzt einfach mal gemeinsam meinen Monatsrückblick an, der sich neben den Büchern auch mit Musik, mit Serie, mit Film beschäftigen wird. Ich habe Knabbereien neben mir, ich habe Düfte neben mir, ich habe einen Tee neben mir, ich habe eine Kanalempfehlung und eine Podcast-Empfehlung. Und ich dachte, ich fange jetzt einfach mal an, ein bisschen zu quatschen. Es wird auf jeden Fall anders, als es sonst war. Und mal gucken, wie es euch so gefällt. Lasst mir gerne natürlich dann einen Kommentar am Ende da, wie es euch gefallen hat. Dann quatschen wir einfach ein bisschen so entspannter über den Monat, der vorher war. Also der September. Richtig, ne? Wir sind jetzt im Oktober. Das ist dann der September-Monatsrückblick. Ich bin schon ganz wirr. Ja, was habe ich oder wie viel habe ich denn im September gelesen? Ja, ich habe 14 Bücher gelesen. Davon ist eins abgebrochen worden. Es waren 5 echte Bücher, 7 E-Books und 2 Hörbücher, was ich wieder sehr, sehr schön fand, dass diese Mischung so ein bisschen gegeben ist, weil ich versuche ja, wenn ich parallel lese, auch verschiedene Medien zu nutzen, damit sich die Geschichten in meinem Kopf auch trennen über das Medium. Und das kann ich wirklich vielen empfehlen, die sagen, oh, parallel lesen geht bei mir nicht. Probiert das vielleicht mal mit unterschiedlichen Medien aus. Insgesamt waren es 5120 Seiten und das entspricht in etwa 170 Seiten pro Tag, was ich absolut in Ordnung finde, was auch gefühlt so mein Lesepensum ist. Natürlich am Wochenende vielleicht mal ein bisschen mehr, dafür an dem einen oder anderen Tag unter der Woche ein bisschen weniger, aber so im Groben glaube ich tatsächlich, dass das ein guter Durchschnitt ist, wo ich sage, wenn ich so eine Stunde, eineinhalb pro Tag lese, ein bisschen mehr vielleicht auch am Wochenende, dann kommt das wirklich in etwa auch so auf den Durchschnitt hin. Es wurden 2 Wälzer gelesen und ich fange einfach mal an mit den Highlights des Monats. Zum einen haben wir in der Dan Simmons Lesegruppe Kinder der Nacht gelesen und das war für mich wirklich ein absolutes Monatshighlight. Es war ein grandioses Buch, es war anders als erwartet und es hat mir ja wieder gezeigt, wie atmosphärisch, düster und dennoch irgendwie so am Zeitgeist Dan Simmons schreiben kann. Also man muss sich hier von dem Gedanken des typischen Vampirbuchs so ein bisschen entfernen, aber es war wirklich eine tolle Geschichte, die eine tolle Idee hatte und wieder so ein bisschen was Historisches mit Fantasy mehr oder weniger eben mischt. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf das Buch, was wir im November von ihm lesen werden. Ihr findet natürlich unten auch in der Infobox die Dan Brown Lesegruppe auf Facebook, wenn ihr da noch Lust habt. Auch ein Highlight war für mich Driving Miss Norma von Tim Bauerschmidt und seiner Ehefrau. Hier haben wir ja eine über 80-jährige oder End-80-jährige Frau, die zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter ja auf Rundreise im Wohnwagen durch die USA geht, weil sie eben gerade ihren Mann verloren hat, selbst auch krebskrank ist, aber sagt, ich will das Leben genießen. Und wir erleben eben so diese Tage der Truppe zusammen mit ihrem Pudel. Und es war unglaublich humorvoll, es war so lebensbejahend, es war positiv und es hat mich ganz oft grinsend sitzen gelassen und es war ein ganz, ganz tolles Buch, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, was ich wirklich nur empfehlen kann. Auch absolut empfehlen kann ich natürlich Quality Land von Marc-Uwe Kling, eine grandiose satirische Dystopie, die ich abgöttisch geliebt habe, die ich gelesen habe als E-Book, die auf jeden Fall als echtes Buch noch bei mir einzieht. Noch kann ich mich nicht zwischen der optimistischen und dystopischen Variante, ob hell oder dunkel, entscheiden, aber das war wirklich Wahnsinn. Diese Zukunftsvision, diese Idee, wo diese totale Kontrolle und die Menschen werden einkategorisiert und man lebt dann das Leben
was man glaubt, was man leben möchte. Ich fand es großartig. Es war wunderbare Satire, es war alles auf die Spitze getrieben, es war super lustig und es hatte trotzdem so eine gewisse Ernsthaftigkeit und hat einen wirklich zum Nachdenken angeregt. Fand ich großartig, hat mir super viel Spaß gemacht. Es gab auch den ein oder anderen Flop im September. Zum einen war das von Richard Lehman Die Insel. Das Zusammenlesen mit Thorsten und Erik hat super viel Spaß gemacht, aber das Buch an und für sich war einfach nichts für mich. Der ganze Plot war zum Kopfschütteln, die Charaktere waren zum Augenrollen und der Stil einfach nicht meiner. Dementsprechend leider wohl mein letzter Layman, aber es gibt genügend andere Autoren, die man feiern kann. Auch sehr, sehr schlecht fand ich von Anna Engel Das Wasser. Das ist eine Self-Publisherin und ich fand vom Klappentext her klang der Thriller wirklich gut. Ich frage mich nur, wo war der Thriller und wo war die gute Geschichte? Hat mir gar nicht gefallen. Abgebrochen habe ich dann den Lavendelgarten von Lucinda Riley. Da habe ich knapp 200 Seiten von 510 gelesen und muss wirklich sagen, es war nicht meins. Also ich mochte den Stil nicht, ich mochte die Protagonistin nicht. Ich habe mich gefragt, warum man Frauen oftmals so hinstellen muss, wie es hier geschehen ist. Und ich frage mich einfach, warum. Und es war dann auch eine Geschichte, die in der zweiten Zeitebene im Zweiten Weltkrieg spielt, was einfach nicht mehr meine Zeitebene ist. Und ich das einfach auch nicht wirklich so gut finde und es wirklich auch schade finde. Und dann fällt mir gerade auf, dass es sogar zwei abgebrochene Bücher waren, denn auch das nächste, Liebe findet uns von J.P. Monninger, habe ich nach 150 Seiten abgebrochen, was knapp so ein Drittel war. Hatte ich vorhin in der Statistik, glaube ich, nicht, hatte ich nur ein abgebrochenes Buch gesagt. Auch dieses Buch hatte noch einen sehr frechen, modernen Anfang. Auch das Kennenlernen der Protagonisten hatte mir gut gefallen. Aber es hat dann mit einem Mal nach unten abgefallen und hat mir nicht mehr gefallen. Das war jetzt sehr oft gefallen. Leider nicht meins. Diese Liebesgeschichte konnte mich nicht packen, dieses Reißen, weil wir sollten ja hier eigentlich mit dem Protagonisten das Tagebuch seines Opas nachreißen und das war leider nicht meins. Also es hat mir nicht gut gefallen und ich dachte dann auch, ach du quälst dich nicht, wenn es dir nicht gefällt, dann brichst du es eben ab und manchmal ist es halt wie es ist, ne? Leider. Das so zu den Büchern. Wenn ihr natürlich sehen wollt, welche Bücher ich komplett sozusagen gelesen habe, dann guckt euch einfach mal meine Bücherwochen an. Da sind wirklich auch immer in den Infoboxen die Bücher, die gelesen wurden. Man sieht sie in der Regel auch am Thumbnail. Und wenn euch da irgendein Buch jetzt aus September interessiert, dann guckt euch einfach mal die Bücherwochen an. Ich finde auch, man muss nicht ständig alles wiederholen in einem Büchermonat. Dementsprechend hier die Highlights und die Lowlights und heißt es dann Lowlicht, schwaches Licht, also der Flop sozusagen. Und gegessen habe ich diesen Monat auch ein bisschen was und besonders empfehlen möchte ich einfach mal von Vasa die Delicate Rounds. Also sie sind tatsächlich so rund, es ist natürlich eine Art Knäckebrot, es ist ein bisschen dicker, es ist ein bisschen knuspriger und es schmeckt unglaublich gut. Das ist hier jetzt die Variante Sesame and Sea Salt. Und es gibt noch eine grüne Variante, die hatte ich auch schon. Das ist vielleicht meine dritte Packung. Und die grüne hatte ich, glaube ich, zweimal. Die ist jetzt aber einfach schon leer. Und das ist wirklich was super, super Leckeres. Und da drauf einfach ein bisschen Frischkäse oder eine vegetarische Creme oder irgendwie sowas. Das war super, super lecker. Kann ich absolut empfehlen. Hat mir unglaublich gut geschmeckt. Ist nicht ganz günstig. Kostet, glaube ich, um die 2 Euro. Es sind aber natürlich auch so ein paar drin. Also es sind 290 Gramm. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele drin sind. Aber ich fand das super lecker und wer mal was Neues probieren möchte, ist hier, denke ich, auf jeden Fall auch richtig. Dann habe ich natürlich in diesem Monat auch ein bisschen was gesehen. Unter anderem habe ich eine Serie angeguckt auf Netflix, The Paradise. Das war eine zweistaffelige Serie mit, ich glaube, 8 Folgen. Auch eine Buchverfilmung. Es gibt dazu auch eine Geschichte. Und wir sind hier um 1870 und wir begleiten eben sozusagen die Menschen, als das erste Kaufhaus in ihrer Stadt aufmacht, irgendwo in England. Und das The Paradise ist eben dieses Kaufhaus und wir begleiten da eben die Protagonistin, die dort als Verkäuferin anfängt, tolle, spritzige, moderne Ideen hat und auch ein bisschen Liebe. Und ich fand die erste Staffel wirklich bombastisch gut, die hat mir unglaublich gut gefallen und hat dann leider in der zweiten Staffel ein bisschen nachgelassen, fand ich tatsächlich schade. Aber es war trotzdem sehr, sehr sehenswert. Wer so ein bisschen Downton Abbey-Fieber mag, so ein bisschen was Historisches mit der Mischung aus Adel, Hochadel, dem normalen Menschen und vielleicht auch wirklich so dann dieser Dienerschaft, da so eine Mischung gerne hat,
Der hat hier auf jeden Fall auch seinen Spaß. Dann war ich im Kino gewesen. Ich habe mir den Film Bully Parade angeguckt im September und war leider sehr, sehr enttäuscht. Ich fand, dass die drei Comedians gar nicht mehr zueinander irgendwie gepasst haben, dass da irgendwie so dieses zwischen den Zeilen verloren gegangen ist. Und ich fand auch die Witze tatsächlich zum Teil schon sehr flach und dachte mir, ha, hatten wir alle schon mal. Und ja, mir ist natürlich bewusst, dass das Sinn der Sache war, dass man die Bully-Parade nach 20 Jahren nochmal aufleben wollte. Es war jetzt nicht wirklich schlecht und ich bin auch nicht aus dem Kino gerannt, aber ich hatte da so große Erwartungen, die konnten leider gar nicht erfüllt werden. Dann ebenfalls auf Netflix gibt es eine Verfilmung von Stephen King, und zwar Das Spiel, was beruht auf dem gleichnamigen Roman. Und wir haben hier eben eine Frau, die mit ihrem Mann ins Wochenende, glaube ich, fährt, in ein einsames Haus und sie dort eben ans Bett gekettet wird. Und das soll das Lustspiel ein bisschen erhöhen, doch er erleidet dann einen Herzinfarkt. Und dann passieren allerlei Merkwürdigkeiten. Und das Buch habe ich vor langer, langer, langer Zeit gelesen, kann also keinen 1-zu-1-Vergleich machen, war aber sehr angetan von diesem Film. Und ich habe mir das abends angeguckt, schon so ins Bett eingekuschelt, da gucke ich dann gerne auf meinem Handy ein bisschen Netflix und musste dann so nach einer halben Stunde das Licht wieder anmachen und musste mich dann auch wieder aufsetzen in meinem Bett, weil es mich wirklich so gegruselt hat und ich das so grandios fand und mir das so viel Spaß gemacht hat, mich zu gruseln. Und dass ich dann auch einen Moment am Ende des Films dachte, vielleicht sollst du das Licht einfach anlassen. Und ich mir fest vorgenommen habe, mich nicht mehr an ein Bett fesseln zu lassen. Und es war schon echt creepy. Also das, was Stephen King gut kann, ist ja auch das, was sich im Kopf abspielt. Sowohl bei einem selbst, wie eben bei den Protagonisten in den Büchern. Und das hat man hier wirklich sehr, sehr gut eingefangen und toll umgesetzt. Und es hat echt Spaß gemacht, auch der Schauspielerin zuzusehen, die ihre Verzweiflung kaum verbergen konnte und ich das echt toll fand. Und dann habe ich auf DVD in diesem Monat mir angeguckt Sweeney Todd. Das ist ja die Verfilmung im Grunde vom Graf von Monte Cristo mit Johnny Depp und Helen Bonham Carter. Jamie Campbell Bauer spielt mit, Alan Rickman spielt mit, allerlei Menschen. Und es ist eine Musical-Verfilmung und es wird auch von allen live sozusagen gesungen und es ist grandios. Ich liebe diesen Film. Er ist auch keine leichte Kost, er ist auch ziemlich blutig und schon ziemlich böse, und aber grandios. Also auch Johnny Depp, ich absoluter Fan. Ja, Helen Bonham Carter ist, glaube ich, sogar eine Tim Burton-Verfilmung. Also ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich finde den Film wirklich großartig. Ja, neben dem Essen habe ich auch natürlich getrunken. Zwangsläufig, das müssen wir Menschen ja. Und zwar bin ich ein großer, großer Teetrinker. Ich trinke das ganze Jahr Tee. Variiert immer so ein bisschen, dass ich zum Beispiel im Winter tatsächlich eher Früchtetee mag, mit so speziellen Weihnachtsgewürzen. Und im Sommer ist es eher leichter, es ist eher grüner Tee, Mate-Tee, auch weißer Tee. Und ich habe jetzt wirklich, ich glaube August, September sehr, sehr viel grünen Tee getrunken und habe bei Müller, in der Drogerie Müller, einen tollen Tee entdeckt, den ich mir jetzt auch nachgekauft habe. Daher auch sozusagen die neue Verpackung. Und ich hoffe, ihr könnt den so ein bisschen sehen. Also es ist aus der Müllers Teestube, glaube ich, nennt sich das. Und das ist ein grüner Tee mit Jasmin und Holunder. Und von der Ziehzeit 2 bis 3 Minuten, nicht zu lange, auch nicht kochendes Wasser. Und der war wirklich bombastisch gut, oder ist bombastisch gut. Der hat so eine schöne Frische und durch die Jasmin wird der grüne Tee sehr weich. Und dann kommt die Frische von Holunder dazu. Und das heißt hier auch blumig, mild. Und das ist er wirklich absolut. Und ich bin ein Grüntee-Kind sozusagen. Ich trinke den wirklich unglaublich gerne. Und kann den absolut empfehlen. War auch nicht teuer. Müller hat auch seine Tees manchmal im Angebot. Ähnlich wie auch Rossmann das ja öfter mal hat mit den King's Crown, wo es auch leckere Tees gibt. Und den fand ich aber wirklich so gut. Und ich habe noch einen anderen grünen Tee von Müller immer mal so mit dazwischen getrunken. Den fand ich auch gut. Aber an den kam für mich jetzt wirklich im September nichts ran. Und ich habe den einmal zu Hause stehen und einmal im Büro stehen, weil ich sowohl als auch Tee trinke. Und das ist jetzt dann theoretisch die dritte Packung. Aber die zweite Packung im Büro ist sozusagen noch nicht leer. Und aber super, super lecker und kann ich wirklich absolut nur empfehlen. Und wer Müller in der Nähe hat, der schaut da einfach mal vorbei. Dann habe ich natürlich auch ein paar Dinge in diesem Monat gehört. Und zum einen war ich und bin ich immer noch ganz verliebt in das Musical Tanz der Vampire. Als ich in Berlin war, hatten wir ja einen wunderbaren Abend und haben da auch in das Musical reingehört.
Und ich bin direkt wieder auf den Geschmack gekommen. Ich habe es damals in Wien bei der Uraufführung, ich glaube 98, gesehen und wollte es seitdem unbedingt auch ein zweites Mal sehen. Und vielleicht klappt das nächstes Jahr, denn Tanz der Vampire geht auf Tour und wird in Köln sein. Und wenn alles irgendwie klappt, ja, vielleicht bin ich dann in Köln bei Tanz der Vampire. Und auf Spotify kann man sich auch die Uraufführung anhören von Tanz der Vampire. Und ja, das finde ich großartig und macht auch unglaublichen Spaß. Dann, der Film wurde geguckt, Sweeney Todd, habe ich mir natürlich auch diesen Soundtrack angehört. Da kann man eben auch wundervoll mitsingen und Johnny Depps Stimme genießen und einfach großartig. Also ich mag diese Songs, ich mag dieses düstere Gefühl, was dieser Film und auch die Musik rüberbringt und fand ich großartig. Und dann gab es jetzt dann auch auf Ende September das neue Album der Killers, Wonderful, Wonderful. Und ja, das läuft, seitdem es da ist, hoch und runter bei mir, wenn nicht gerade Hörbuch läuft, wie aktuell in dieser Woche. Da kommt die Musik ein bisschen kurz, aber das Album ist grandios. Höre ich ebenfalls auf Spotify, habe ich mir aber auch als CD gekauft, einfach fürs Auto und liebe, liebe, liebe ich. Ich bin ein Riesenfan von der Stimme von Brandon Flowers und was diese Rock-Pop-Band aus Las Vegas macht, ist einfach der Hammer. Und ja, also ich bin absoluter Fan und guckt einfach mal auf YouTube. Da gibt es von The Killers auch einen Kanal, da könnt ihr euch mal ein, zwei Songs anhören, wer gar nichts anfangen kann damit, aber ist von mir eine absolute Musikempfehlung. Nach der Musik sind dann auch schon die Düfte dran. Ja, wir sind ja alle gefühlt ein bisschen wahnsinniger geworden, was Yankee Candle angeht. Ich schließe mich da gar nicht aus. Auch ich habe in diesem Monat viele neue Düfte entdeckt und habe jetzt auch zwei nachbestellt, die ich unglaublich liebe, zumindest als Tarte. Das ist einmal hier dieser Weihnachtsduft, ich glaube es war der Weihnachtsduft, Spiced White Cocoa, und das ist eben ja weiße Schokolade gewürzt mit, ja, so ein bisschen wie Chai-Tee, finde ich. Man sieht auf dem Label so ein bisschen Zimt. Ist ein unglaublich toller Duft, der in der ersten halben Stunde noch so ein bisschen merkwürdig riecht, wie ich finde. Aber danach wirklich wunderbar buttrig, süß mitgewürzt wird. Und ich den absolut liebe, ist ein Food & Spice Duft. Habe ich das Tarte. Und dann habe ich mir auch noch die Tarts nachbestellt. Vielleicht greife ich da im Oktober tatsächlich noch zu einem Glas. Und zwar ist das die... ja, das ist, glaube ich, die Herbstkollektion gewesen, diese Kekskollektion, und zwar Magic Cookie Bar, und das ist ja so ein etwas gelblicher Duft, und der riecht für mich auch absolut danach, was draufsteht, nämlich nach Teig, nach Mohn und einfach nach leckerem Kuchen und als würde ich frisch backen. Und ich hatte ja, glaube ich, drei Tarts, die ich jetzt alle aufgebraucht habe und habe jetzt zwei Tarts noch nachbestellt. Und auch bei dem Spiced White Cocoa habe ich zwei nachbestellt und hatte auch noch zwei hier, aber also hier gekauft, aber die dann eben aufgebraucht waren. Und ja, zwei Düfte, die ich absolut empfehlen kann. Jetzt brennt das Glas schon wieder. Ja, ich lerne es einfach nicht. Und zwar habe ich ja auch in diesem Monat das erste Mal Housewarmer bestellt. Es gab ja drei zum Preis von zwei. Und ich habe mir da einen meiner Lieblings-, All-Time-Favorites-Düfte bestellt, der Black Coconut. Und der brennt eben jetzt leider auch im Glas, sonst könnte ich ihm meine Kamera halten. Ein wunderbarer Duft, den ich sehr, sehr liebe. Ich bin jetzt nicht der größte Kokosnuss-Fan, aber diesen Duft mag ich unglaublich gerne. Und der brennt jetzt gefühlt immer, wenn ich abends weiß, dass ich länger Zeit habe, mache ich ihn an und trage ihn dann gefühlt auch von Zimmer zu Zimmer, damit es überall duften kann. Und der ist wirklich ein absoluter Traum. Und jetzt habe ich noch zwei Empfehlungen für euch. Und zwar zum einen werde ich immer mal wieder gefragt, was ich denn so für Yoga mache, ob ich da in einen Kurs gehe oder wie das so ist. Und nein, ich gehe in der Regel in keinen Kurs, sondern ich mache das alles für mich zu Hause. Ich habe meinen Kurs besucht, ist aber schon, ja, bestimmt 10, 12, länger her, 14 Jahre her, da war ich Anfang 20 und habe natürlich daraus viel, viel mitgenommen. Ich habe unterschiedlichste DVDs hier, mag aber auch so manchen YouTube-Kanal eben und gucke da eben auch immer wieder nach neuen Dingen, nach inspirierenden Dingen und auch nach Kanälen, wo man eben ja ganz viele Videos auch genießen kann. Denn das finde ich immer ganz wichtig, dass die Person, die einem das zeigt, sympathisch ist, man mit der Stimme zurechtkommt und man eben Spaß hat, mit dieser Person dann auch Yoga zu machen. Und da habe ich jetzt eben einen Yoga-Kanal empfohlen,
Empfehlung für euch, und zwar Yoga with Adrienne. Das ist eine Empfehlung, die habe ich selbst von der lieben Jackie Fellgut bekommen. Ist ein englischsprachiger YouTube-Kanal und sie hat auch allerlei Challenges und die finde ich tatsächlich sehr großartig, dass man so dann jeden Tag aufs Neue ja im Grunde so eine Challenge, eine Aufgabe hat, also und die natürlich sich über einen Monat hinstreckt und man wirklich einen Unterschied vom ersten bis zum letzten Tag erkennt. Und das finde ich wirklich toll. Also selbst mir, jemand, der wirklich mindestens jeden zweiten Tag Yoga macht, natürlich teilweise wirklich immer dasselbe, das ist eine gewisse so eine Routine, und mit so etwas kann man sich natürlich auch aus der Routine herausholen, und das hat mir jetzt sowohl im August wie im September ist der Kanal wirklich eine absolute Empfehlung und etwas, was mir unglaublichen Spaß macht. Und man braucht nicht viel, eine Yogamatte, den Fernsehen oder den Laptop, und schwupps kann man sich das im Grunde ansehen und eben einfach mitmachen. Und es gibt da eben auch Sachen für Anfänger, also für jemanden, der noch nie Yoga gemacht hat, einfach mal reinschauen. Und ja, wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und als letzter Punkt, ja, als Empfehlung gibt es für mich jetzt noch eine Podcast-Empfehlung, beziehungsweise eine, es ist auch ein Blog und es ist eine Facebook-Gruppe und es ist eine Facebook-Seite und eben auch ein Podcast, und zwar Weltwach. Ja, wenn ihr meine Videos öfters seht und auch die Interviews mit den Autoren vielleicht gesehen habt, da ist euch Erik Lorenz ein Begriff. Und er hat diese Weltwachgruppe sozusagen ins Leben gerufen und führt dort auch ja, die Podcasts, die Interviews. Und er ja, findet immer wieder Menschen, die sich eben durch Reisen ja, ihren Horizont erweitern, Dinge erleben, Dinge tun und eben, ja, wie jeder, der reist, anders zurückkommt, als er gegangen ist. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die beim Reisen tatsächlich etwas tun und erleben, nicht wie ich, die einfach am Strand liegt und schnorcheln geht. Und das Leben genießt, das gehört ja auch dazu. Aber ja, das füllt natürlich keinen Podcast von einer Stunde zum Beispiel. Was haben sie am ersten Tag getan und am zweiten? Und ja, und Erik macht das auf eine unglaublich tolle Art und Weise, wie ich finde, und hat wirklich wunderbare Gesprächspartner und Erzähler dabei. Und ich höre da unglaublich gerne zu. Ich bin sonst gar nicht der Podcast-Hörer. Bin dann tatsächlich halt der Hörbuchhörer. Also na, das mache ich ja gerne, oder Musik. Aber Podcasts tatsächlich eher selten. Aber die Podcasts von Erik, finde ich, haben für mich absolute Hörbuchqualität und Hörspaß und kann ich absolut nur empfehlen. Und jetzt so als kleiner ja, Vorschau sozusagen, es wird November, Dezember wieder losgehen mit Interviews, mit Live-Hangouts auf meinem Kanal, und Erik ist da schon fest eingeplant, denn er macht eine wunderbare Reise, glaube ich zumindest, im November, und ich habe gesagt, ich möchte diesmal nicht nur oder eigentlich gar nicht nur den Autoren interviewen, sondern einfach Menschen, die etwas Besonderes zu erzählen haben, und da gehört Erik für mich einfach dazu, weil er einfach mit seinen Reisen, und er ist natürlich auch Autor, so habe ich ihn ja kennengelernt, einfach so viel Tolles erlebt, und ich möchte da 2 Stunden einfach nur übers Reisen reden und über, ja, was es mit den Menschen macht. Und ich glaube, dass da Erik wirklich ein ganz toller ja, Gegenpart ist und Mitgesprächspartner, und da könnt ihr euch auf den Dezember auf jeden Fall freuen. Ist noch ein bisschen hin, macht euch da keinen Kopf. Ich werde da auf jeden Fall auch noch mal ein Video machen zu dieser neuen Reihe und welche ja, Gäste dann sozusagen auch dabei sein werden und wann es losgeht. Aber ja, Erik ist schon geplant, auf jeden Fall für den Dezember. Und ich freue mich da sehr und ja, hoffe, dass ihr einfach der Empfehlung mal folgt, euch da ein bisschen umguckt und ein bisschen zuhört und euch vielleicht auch in das ein oder andere ferne Land mit entführen lasst. Ja, und das war es jetzt soweit auch schon mit meinem Monatsrückblick, mit allerlei gemischten Dingen. Und ich hoffe, dass euch ja, dieser Monatsrückblick Spaß gemacht hat. Ich fand ihn tatsächlich jetzt sehr angenehm, sehr entspannend, und es hat Spaß gemacht, einfach so ein bisschen vor sich hin zu reden. Ja, man muss natürlich gerne reden, um dann natürlich auch Spaß dran zu haben, Videos zu machen, keine Frage. Und ich würde mich natürlich jetzt ja, darüber freuen, wenn ihr in den Kommentaren zahlreich schreibt, ob es euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht noch für Kategorien wünscht oder ob ihr sagt, das war jetzt gar nichts, beschränkt dich bitte nur mal auf Bücher. Das könnt ihr mir natürlich gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ich es dann letzten Endes vielleicht mache.
Na, ich nehme natürlich gerne Tipps und konstruktive Kritik an. Wie ihr seht, sonst wäre der Büchermonat jetzt wieder ein anderer, also wie das letzte Mal, also ihr versteht. Aber es soll uns natürlich allen Spaß machen und Spaß bringen und dementsprechend bin ich natürlich neugierig, wie ihr diesen Monatsrückblick findet. Sagt mir da gerne mal Bescheid. Ich würde mich sehr freuen über Kommentare, über den Austausch und vielleicht auch, was ihr so für Highlights oder auch Flops in diesem Monat hattet. Bin ich natürlich auch neugierig, egal ob Bücher, ob Musik, was auch immer, Filme. Immer her damit, würde ich mich mega freuen und hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.